Die Basilius-Kathedrale, auch als Pokrovsky-Kathedrale bekannt, wurde zwischen 1554 bis 1560 vom Zaren Iwan IV., dem Schrecklichen, auf dem Roten Platz in Moskau errichtet. Ursprünglich war die Kirche dem Schutz und Beistand der Heiligen Jungfrau gewidmet, aber sie wurde vor allem bekannt als die Kathedrale des Heiligen Basilius. Dieser Verfechter des Glaubens wurde während der Herrschaft des Zaren Fjodor I. in den Kirchengewölben beerdigt. Die Kirche wurde konstruiert von zwei russischen Architekten namens Posnik und Barma, von denen man glaubt, dass sie ein und dieselbe Person sind. Der Legende nach wurde die St. Basilius-Kathedrale von einem italienischen Architekten erbaut, dem man anschließend das Augenlicht nahm, damit er nie wieder etwas Ähnliches erschaffen könne. Big Ben, das Wahrzeichen Londons, befindet sich innerhalb des Sitzes der britischen Legislative, den Houses of Parliament. Es liegt am Nordufer der Themse und wurde nach Plänen von Sir Charles Barry zwischen 1840 und 1860 gebaut. An diesem Platz hatte früher der mittelalterliche Königssitz, der Westminster Palast, gestanden, der 1834 bei einem Brand zerstört wurde. Big Ben ist einer der drei gewaltigen Türme auf einem über 3 Hektar großen Gebäudekomplex. Diese Turmuhr ist 98 Meter hoch und berühmt für ihre Genauigkeit und für ihre 13 Tonnen schwere Glocke. Ursprünglich war der Name Big Ben von dem Baubeauftragten Sir Benjamin Hall allein für die Glocke vorgesehen, wurde aber bald für die gesamte Turmuhr verwendet. Das Brandenburger Tor ist das Eingangstor zur Straße unter den Linden in Berlin. Es wurde 1788 bis 1791 von Karl G. Langhans gebaut, einem Architekten, der das repräsentative Bild der Stadt Berlin mitprägte. Die bronzene Quadriga auf dem Tor wurde 1794 aufgesetzt. Sie wurde von den Berlinern als Kutsche bzw. Retourkutsche bezeichnet, denn man montierte sie bereits zweimal ab, um sie später wieder aufzusetzen. Seit dem 13. August 1961 war das Brandenburger Tor zugemauert und wurde damit zum Symbol der Teilung. Mit der Öffnung der Grenzen zwischen West und Ost im Jahre 1989 wurde auch das Brandenburger Tor wieder geöffnet und damit zum Symbol der deutschen Einheit. Pisa ist eine Stadt in der Nähe des Ligurischen Meeres, die ihren größten wirtschaftlichen Einfluss um das 12. und 13. Jahrhundert hatte. Zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten gehören auf dem Domplatz neben Baptisterium und Dom der runde 55 Meter hohe Glockenturm, dessen Bau 1173 begonnen wurde. Er besitzt 6 übereinander liegende Säulengalerien und hat eine Neigung von etwa 10 Grad nach Südosten. Diese ist schon während der Bauphase durch Bodensenkung entstanden. Zunächst stoppte man das Bauunternehmen, als man bemerkte, dass das niedrige Fundament nicht halten würde, stellte den Turm dann aber bis etwa Mitte des 14. Jahrhunderts fertig. Der schiefe Turm von Pisa ist seit 1990 für Besucher nicht mehr zugänglich. Seit 1992 versucht man, ein weiteres Absinken des Turmes durch Sicherung des Fundamentes zu verhindern. Die Freiheitsstatue liegt am Hafeneingang von New York. Diese Kolossalfigur steht auf einem 47 Meter hohen Granitsockel
und hat selbst eine Höhe von 46 Metern. Die kupferne weibliche Figur soll die Freiheit verkörpern. Zu ihren Füßen liegen zersprengte Ketten und in ihrer linken Hand hält sie eine Tafel mit dem Datum des Unabhängigkeitstages, dem 4. Juli 1776. Die vom Bildhauer Bartholdi entworfene Statue wurde den USA im Jahre 1876 zum Gedenken an den 100. Jahrestag amerikanischer Unabhängigkeit von Frankreich geschenkt. Für amerikanische Immigranten war die Freiheitsstatue stets ein hoffnungsvolles Zeichen für ihren Neubeginn in Amerika. Der Eiffelturm, das Wahrzeichen von Paris, wurde 1885 bis 1889 nach einem Entwurf von M. Koechlin von Alexandre Gustave Eiffel für die Pariser Weltausstellung im Jahre 1889 gebaut. Der gusseiserne Turm hat eine Höhe von 300 Metern und galt viele Jahre als das höchste Bauwerk der Welt. Insgesamt wurde er aus mehr als 6000 Tonnen Stahl erstellt. Im unteren Bereich liegen vier gewaltige, gewölbte Verstrebungen. Sie stehen auf Pfeilern aus Mauerwerk und verlaufen nach oben in einen gemeinsamen Turm. Auf dem Eiffelturm befinden sich drei Aussichtsplattformen in unterschiedlichen Höhen. Sie lassen sich über einen Aufzug oder über Treppen erreichen. Im Bereich der Turmspitze sind eine Funkstation, eine Wetterstation und eine Antenne für Fernsehübertragungen eingerichtet. Eines der drei Königsschlösser von Ludwig II., der auch als Märchenkönig bezeichnet wurde, ist Schloss Neuschwanstein. Es liegt in der Nähe von Füssen in Oberbayern und ist Anziehungspunkt für Touristen aus aller Welt. Neuschwanstein ist im mittelalterlichen Stil erbaut und wirkt wie ein verträumtes Schlösschen mit seinen Türmen und Spitzen in hellem Granit. Im Jahre 1869 begann man nach Vorlage des Bühnenmalers Jank und entsprechenden Konstruktionen des Architekten Riedel mit dem Bau des Schlosses. Sein Inneres wurde besonders interessant gestaltet. Wegen seiner Vorliebe für Richard Wagner Opern ließ Ludwig II. In einem Stockwerk beispielsweise eine Tropfsteingrotte für Tannhäuser und einen byzantinischen Thronsaal für Lohengrin einrichten. Ludwig II. Wurde entmündigt und ertrank schließlich 1886 im Starnberger See vor der Fertigstellung des Schlosses. Das Taj Mahal ist eines der bedeutendsten Architekturdenkmäler des späten Mogulstils in Indien. Diese Grabanlage liegt auf einer Flussterrasse in Agra und wurde für die 1631 verstorbene Lieblingsfrau des Mogulkaisers Shah Jahan als Mausoleum errichtet. Der Bau für die als Mumtaz Mahal bezeichnete Auserwählte des Palastes dauerte insgesamt 20 Jahre bis 1648 und wurde unter Beteiligung von 20.000 Männern erstellt. In der Mitte liegt eine 73 Meter hohe zwiebelförmige Kuppel, umgeben von verschiedenen Einzelgebäuden wie Mausoleen und Moscheen. Unterhalb der Innenkuppel befinden sich in einer achteckigen Halle die Lehrgräber von Mumtaz Mahal und dem Mogulkaiser selbst, beide reich verziert. Das berühmteste byzantinische Bauwerk in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, ist die Hagia Sophia. Sie war die Hauptkirche des Byzantinischen Reiches. Als Baumeister sind uns Anthemius von Tralles und Isidor von Milet überliefert. Die Hauptkuppel der Hagia Sophia hat eine Höhe von 56,2 Metern und einen Durchmesser von über 30 Metern. Daneben liegt auf jeder Seite jeweils eine Halbkuppel, gestützt durch drei Nebenkuppeln. Im Nord- und Südbereich findet man verschiedene Gewölbe in zweigeschossiger Bauweise.
Durch die Fensterreihen am Fuß der Kuppel wird der Eindruck einer schwebenden Halbkugel erweckt. Die Hagia Sophia ist auf besondere Weise mit der Geschichte des Byzantinischen Reiches verbunden, denn hier wurden byzantinische Kaiser gekrönt und die Staatsakten aufbewahrt. Mit der Eroberung Konstantinopels durch die Türken im Jahre 1453 diente die Hagia Sophia als Moschee. Der Petersdom ist die Grabkirche des Apostels Petrus und zugleich die Hauptkirche des Papstes und der größte Kirchenbau der Erde. Er liegt in der Vatikanstadt und wurde in seinem ältesten Teil von Kaiser Konstantin dem Großen um 324 auf einem Friedhof angelegt, wo man die Grabstelle des Petrus vermutete und verehrte. Die zunächst fünfschiffige Basilika mit einschiffigem Querhaus, an das sich die Apsis anschloss, wurde in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts vollendet. Dieser Grundriss wurde für den abendländischen Kirchenbau maßgebend. Im Jahre 1505 entstand unter Papst Julius II. Nach einem Entwurf eines Bauleiters namens Bramante ein neues Gebäude mit einem Zentralbau in Form eines griechischen Kreuzes. Ab 1547 wurde Michelangelo Bauleiter, der auch die Rippenkuppel konstruierte und den Bau so ausführte, wie wir ihn heute kennen.